Was hat die Welt am meisten verändert? Veränderungen der Endzeit, es geht dich an. So hat der Thema genannt, worthafte Welt am meisten verändert, ein früherer Titel. In der Antwort ist, am meisten hat diese Welt verändert, Jesus Christus. Er hat gesagt, am 2. Korinther 5, 17, siehe, ich mache alles neu. Ist jemand in Christus, er ist eine neue Kreatur. Jesus hat die Welt am allermeisten verändert. Und er verändert uns von Bern in den Bütenrüt, und wir nie Menschen kennen wurden. In Tschechwöne genug, Gott, der vorher uns gewesen hat, dass wir Gottes Tschechwöne heute sollen, irgendwie sendet er. Wir würden dort nicht sein, wenn Jesus Christus nicht gekommen wird sein auf diese Welt. Und hat hier diese Veränderung einmal wahrer vollbracht. Nun, aber wir wollen uns ein bisschen mehr darüber umschicken. Das ist das Ziel, auf das wir rüt wollen. Jesus Christus verändert das Leben und er merkt das reut für die Ewigkeit. Aber wir wollen einzeln durch die Länge und mit uns durch was Gedanken über mehr. Wir lesen teils mit Markus Kapitel 5, 115. Markus Evangelium Kapitel 5 vom Anfang. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees in die Gegend der Gassarena. Und als er aus dem Boot trat, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen, mit einem unreinen Geist. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen. Und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten. Denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben, und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Als er aber Jesus sah von Ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder und schrie laut, »Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht.« Denn er hatte zu ihm gesagt, »Fahre aus, du unreiner Geist, von dem Menschen.« Und er fragte ihn, »Wie heißt du?« Und er sprach, »Legion heiße ich, denn wir sind viele.« Und er bat Jesus, dass er ihn nicht aus der Gegend vertreibe. Es war aber dort auf den Bergen eine große Herde Säue in der Wüste, auf der Weide. Und die unreinen Geister baten ihn und sprachen, lass uns in die Säue fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die unreinen Geister aus und fuhren in die Säue. Und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See, etwa 2000. Und sie ersoffen im See. Und die Sauhirten flohen und verkündeten das alles in der Stadt und auf dem Lande. Und die Leute gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Und kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, wie er da saß, bekleidet und vernünftig, den, der die Legion unreiner Geister gehabt hatte. Und sie fürchteten sich. Wenn wir noch kurz über das Wort beten, wenn wir uns Haupt neigen. Himmlischer Vater, wir danken dir für den Wort, für das lebende Wort. Wir danken dir, dass du uns an diese Wahrheit heiligen wirst, in dein Wort erste Wahrheit. Sehen uns, wenn wir dein Wort eben nur denken und dort verkündigen, merk unsere Horten und unsere Ohren dafür ob. In Jesu Namen. Amen. Amen. Worthafte Welt am meisten verändert, erste Frau. Zuerst müssen wir hier bemerken, dass Gott selbst unwandelbar ist. Psalm 111, Vers 7 sagt, die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Ordnungen sind beständig, oder man kann auch sagen, unwandelbar. Und es ist klar, Gott verwandelt sich zweimal nicht und ändert sich zweimal. Gott ist immer der heilige Gott. Gott ist immer ein Gott der Liebe. Die Bibel sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Gott hat sich noch niemals geändert. Er ist immer derselbe gewasst, in geblieben, in Wort und Sinnen. Aber wo sind Veränderungen? Nun, in unserer Welt. Was hat dann unsere Welt verändert? Der Titel ran zu schwind.
erst einmal dann sieht man, morgen ist von der gestern. Von der sagt man, von der ist der morgische Tag gestern. So bo sich rand an der Welt von der schon Tag. In der Veränderungen ran und auch kreize bo sich der Raum ans passierenden. Und das Chevy beobachten. Überhaupt der früher, wo der Welt am meisten verändert hat, ist die erste Antwort die Sündenfall. Die Sündenfall, wo die ersten Menschen, je in Gott gesündigt haben, in der Hoden, wo die gerieben, wo Gott sieht, tötet nicht, dort wird jünd dem Tod bringen, und der Mensch, der wird verführt von den Satanas, und der deutet, wie er wohl klicker worden aus Gott. Und diese Veränderung, die dann eingetreten ist unter der Menschheit, das ist ein von der geratsten, wo es an Anfang nur die Schöpfung Kartono passiert wie. Die Menschen haben das Paradies verloren, die mussten rüht über das schöne Leben, über das sorglose Leben, wurde schon euer Zeffer, schon angerührt gauf, alles was und gedeiht, wurde schöne Kälte und schöne Hitze nicht gauf, das wird perfektet weiter. Das verlorene Paradies ist die Folge vom Sündenfall. Die verlorene Beziehung zu Gott, dort ist ja noch viel schlimmer. Aus Gott am guten Spazieren ging, aus dem Dach toll geworden wir, dann funkert die Menschen plötzlich nicht mehr. Hat sich doch verstärken, wie in der Beziehung zu Gott kaputt gegangen wir. Und in der Dorte, wie von der immer noch liegen. Jeder von uns, der sehnt sich nach einer deutlichen Gemeinschaft, nach einem deutlichen Frieden, den wir vielleicht nicht mehr haben, und in dieser Welt nicht zu finden geht. Bloß wie Gott, tja, wie diese Erfüllung haben, aber diese Beziehung, dieser direkte Zugang zu Gott, der wird ihn verloren gegangen. Nur dem muss der Mensch nicht Opfer bringen oder irgendwo tönen, um an der Beziehung zu Gott zu kommen. Die Beziehung wird verloren gegangen, in der verlorenen Ewigkeit. Der Mensch, der hat die Ewigkeit verloren, die wurde in der Ewigkeit von dann nicht mehr an der ewigen Gemeinschaft mit Gott sein, sondern an der ewigen Tränen von Gott. Und dort sind die Folgen, wo durch den Sündenfall für Veränderungen in der Welt hineingekommen sind. Die Folgen von dort Ganze, wo die Menschen in Sünden gefallen, wie nur ohne Gott verloren in dieser Welt Raum irren dort. Die Folgen davon sind Mord, ein Ehebruch, Vertwieblung, Nöd, Trich, und so wieder. Der Mensch, der ist weit weit von Gott geirrt, und in dieser Verirrung, da prüft er sein Leben hier auf dieser Welt zu meistern. Dort haben mit anderen Wirt Menschen gejäft, Söhne aus Nikodemus. Nikodemus, dort wie einer, dem fehlt das Heil. Der kommt der Nacht in Jesus und frucht Götter Meister, was macht er dönen, um dort euer Leben zu haben. Hier redet ein Mensch deutlich mit den Worten, was der ganze Menschheit eigentlich soll ausschreien. Ne Gott röpmen sein, Gott wird selber dönen, als wir dort euer Leben haben. Gott hält die Antworten reut. Aber das, wo das herkommt, dass die Menschen diese früher sich stellen, als so eine Nikodemus zu tun sind, der die früheren Wort kann ich dönen, um euer Leben zu haben. Durch den Sündenfall haftet einen Judas gejäft, der vertwiebelt, um ein sich das Leben nehmen dort. Wo die Schäumel gebrückt haben, wo die anders gegangen haben, wenn die Menschen nicht wurden in den Sinn gefallen sind. Der Sündenfall, der haft einen Felix produziert, und das Felix, aus der dort wird Gottes Hirn dort, der wie mit dem Apostel Paulus in Kontakt gekommen, und der hat ihm von dort Heil verteilt. Und Felix sagt, ja, das hört sich ebens nicht schlecht. Aber wer will mal sein, was mein ist? Das ebens nicht schlecht. Ich hoffe, dass so oben fehlgehört, sagt vielleicht einer oder der andere. Aber ich war noch ein klein bisschen online. Er war noch ein klein bisschen on sein. Vielleicht wollte ich noch ein klein bisschen mehr lernen. Er wollte mir dort noch ein klein bisschen besser überleihen, wenn er nicht die Entscheidung für Jesus traf, wenn ich mich bekehren wollte, wenn ich meine Sünden in Jesus bringe, nie das Leben kriegen, das nie Leben, das geht nicht zu verstehen. So aus einer Nudel am Sack, man Stroh nicht zu verstehen jetzt. So schwindest du dir was oben Raum drehen, dann speckt dir irgendwo neuer. Man das nie Leben, erst das ähnlich, das nie Leben, dann das geht nicht zu verstehen. Bild,
wurden Menschen Romans dort enden. Nicht wollen wir dort ich noch ewig allein, als ich dort will, wenn ich nicht reue, Konsequenzen erst zu drücken, von dort nie leben, dort hat Jesus Christus schrien. Dort ist ein Felix, der dort aufschieben wird, was morgen, und keiner von uns weiß, was morgen ist. Oder der Sündenfall, der hat Menschen hervorgebracht, die gelebt haben und immer noch in dieser Welt leben. Er denkt an einen Voltaire. Voltaire wie ein Philosoph, wie den, ich glaube im 18. Jahrhundert, wenn ich auch euch sehe, allemal steht, redet all, lebt euch. Und er wird zu seiner Zeit manche ungesunde Menschen in der Welt, einer von den ungesundesten Männern von der Generation. Und dort wir ein Gottesleugner, dort wir ein Spötter, der sieht, dass Gott jeftet nicht und der spart über Gott in sein Lebenslang. Der hat Dichtungen geschrieben, der hat Dinge abgestellt, der jeden Gott reden deuten und Gott versprochen deuten. Und dort jeft Zeugen, die der Bibel was sind, aus heu am Sterben lag. Ein von dort wird sein Doktor, mit dem Namen Tronchin, der wird dabei, und andere. Und der haben vertellt, aus heu sich an seine Nöte, ob sie ein Bad drehen, oder dann voll aus dem Bad rührt. Und haft unter dem Bad geschrien und gerübt, weil denn Gott den Ech immer verloren haben, wie nicht auch gnädig sind. Und der Funk nicht das Heil. Sein Doktor, Tronchin, der hat ihn mal verloren, wie er konnte Lieden nicht mehr ohne sein. Und dann kommt man, steht Luther Wara da Hand, mit dem armen Kranken. Und dann streitet er seine Hände und jenen und sagt, der Doktor, jef mir noch 6 Monate zu leben. Und dann sagt sein Doktor, der Abend redet, ich konnte die keine 6 Werte mehr versprechen, mit denen Gesundheit, die du hast. Und dann sagt er, der Abend redet, dann war ich in der Halle fahren, und du wirst mitkommen. So viel Zweifel, eine Ewigkeit übergehen. Dort ist ein Produkt von den Sündenfall. Die Sündenfall hat diese Welt so verändert. Menschen vertriebelt, ohne Gott eine Welt und ohne Gott eine Ewigkeit gehen dürfen. Sicher, dort ist nicht so geblieben. Wir wollten dort, dass Gott die Sünde so geläuft hat oder sie in uns in Sinn gejäft hat, damit durch den Glauben an Jesus Christus Sünden verjäft wurden und nie das Leben gejäft wird, und der Mensch nie das reichthaften Gotteskind zu sein. Und Johannes 1, Vers 11 und 12, der heute, der kam in sein Ehendum, aber der sehen ja den neuen Namen nicht an. Und dann der 12. Vers, ohne von der Basta in der Bibel, all den, über den die Arm annehmen, den durfte die Macht Gottes Tjener zu sein. Gott läutet nicht dabei, ob wir vertriebelt durch diese Welt mussten gehen und an eine düstere, eine ewige Düsternis nennen gehen, ohne Raring, ohne Hoffnung. Das mag nicht so sein, das ist nicht so geblieben. Aber wir leben in einer Welt, die voll von Menschen ist. Wenn die nicht Jesus annehmen dürfen und nicht glauben an dem, was in der Bibel steht und dass Gott uns so geläuft hat, leben sie und sterben sie und gehen eine Ewigkeit, als hier, als würde keinen Gott nicht geben, der entläuft und der entraten will. Der Sündenfall, der auf der Menschheit so verändert. Der schlechte Leben mancher Menschheit, dort ist echt diese Jahren und Tiden nicht besser geworden. Dort ist immer so gewusst, dass der Mensch erfinderisch ist zum Bösen. Und der sündigt noch und noch, lebt in seine Fleischeslast, mal da, mal weniger. Aber da hat es von der Zeit keine Veränderung nicht gegeben. Wann dann zum Schlechten? Wenn wir unsere Welt betrachten dürfen, dann können wir auch noch andere Dinge sehen, die unsere Welt so verändert haben. Und der hat sich in der Luther Tiden, in kurzer Zeit so verändert. Die Welt, in der wir leben, denn wir brücken bloß einmal nach dem einzigen Tritt denken, als man den ersten Bulb ausgefunden hat. Was läuft dort für eine Revolution, eine Technologie? Da hat man einen Bulb ausgefunden, der bloß nicht von besten Wind aus, das ist ein Täuschlicht, das ist eine Ollum. Der dacht viel klarer, und dort hat unsere Welt so verändert. Und dann kommen Benz und Daimler, der hat einen Motor ausgefunden, der Motor, wo der mit Gas und ja höheren Druck in 4 eine Kraft geben dort, seine Motoren, dass sie von der Olle haben. Und als die ausgefunden haben, dann gab das eine große Veränderung an unserer Welt nennen. Eugen Diesel, das wir das sehen, von dem Erfinder von den Dieselmotoren. Und er hat vertraut, als sein Vater
wo den ersten Dieselmotor gefangen habe, aus der Kranken- und Sturmesbad liegen dort, dann sollte ihr gesagt haben, heu hat für seine Uhren da, wo eine sie da stand, der Motor, der 800 Pitcher Motor, wo der gefangen hat, das letzte Gebiet, der stund also, dann sagt er, das jetzt so erscheinen, wird nie gefangen. Das ist einfach eine Faszination, wenn man Dinge gefangen, die das irgendwo wiederbringen können. Oder, dann seht ihr ihn heran, ob er aufrichtig gesagt, hat er dann noch das letzte gesagt, auf dort der Zweig und das Ziel, was ich damit erreicht habe, auf die Menschheit, oder ich glücklicher geworden ist, dort möchte ich von dir nicht mehr entscheiden, ob dort erst oder nicht. Ob der Mensch glücklicher geworden ist, dort kann er nicht mehr sein. Dann hat die Welt zwar so verändert, aber aus dort, was zum Göden gedeutet hat, wer entscheidet darüber? Johannes Gutenberg, der hat mal eine Ölpreis gesehen, wo sie Wienpreisen deuten, oder die Wiendrüben nicht preisen, dann fällt ihm wie, wir können hier eine Veränderung an den Preisen anbringen, dann können wir in Bürg drehen, dann bütet er dort, mit Tint, Papier nehmen an den Preis, preist ein Papier auf, dann geht er die erste Blätter von der Bibel. Dort hat die Welt so verändert. Von dort hat ihr oft Beter und nicht mehr größere Laderrollen mit euch ins Brücken rumdrehen. Wir haben von dir wunderschöne Möglichkeiten zu lesen, uns zu bilden und alles auf Papier zu bringen. Da hat die Welt so verändert, zu seiner Zeit. Da wie ein Konrad Zuse, der hat mal den ersten Computer gefunden. Der erste Computer, der wie auf das wenigste so groß aus dem Mennoniten Kleidershop ist. Und hat verschiedenste kleine Schwänzeltjes und Platinos, wo da beim Rutschen deuten. Und da wie der erste Computer. Und das Computer, der braucht 4 Sekunden, um 2x2 auszurechnen. Wir haben von dir Computers, die rechnen ohne Sekunde 10 Milliarden Rechnungen. Und es steht in 4 Sekunden ohne. So hat sich dort entwickelt, und der Computer, der hat unsere ganze Welt auf den Kopf gestellt. Dadurch ist vieles, was sich entwickeln, der ist mehrlich geworden. Wir haben eine Geschichte Personen, die die Welt so verändert haben. Wir haben einen Lenin, ich vertraue den gestern von der Person, dass wir ein Mann, der gebrückt worden wie an der kommunistische Revolte in Deutschland zu merken, der Revolution. Und er hat, das Mann, hat mein Leben, meine Generation, an eine Generation alle aus uns, die wir in Russland gelebt haben, der hat uns so stark beeinflusst, dass die Menschen, die werden dem so hinterher, die reden dem so viel, der lebten für seine Idee. Der hat nicht Olden gekriegt, aber der Mann, der hat nicht bloß das größte Lohn, sondern auch viele andere noch verändert. Töp mit Karl Marx und Friedrich Engels, muss man sein. Der hat diese Ideologie gedacht. In Lenin wird gebrückt, um den Dersch zu führen, den Kommunismus anzuführen. Wenn wir von dir an denken, wir schwimmen, wie von dir uns bewegen, denn die Geschwindigkeiten in Distanzen, dort sind von der Nussmeier geworden. Die Erde ist doch so klein geworden. Und sieht das zu lang, wenn wir Stunden fliehen, warten wir, was wir tun sind. Erst einmal brücken Menschen, wenn sie reisen, dort mal 3 Monate, um die Distanz zu überwinden, dort wie von der 8 Stunden. So hat sich die Welt in dieser Hinsicht verändert. Aber nicht bloß dort. Der Mensch an sich verändert sich auch. Ich war bloß einnahm. Dort ist die Autoritätslosigkeit. Menschen wurden von der immer respektloser. Und dort wird so recht modelliert. Dort wird alle wie ein verbreut. Zum Beispiel an den Schulen. Bloß mal aus ein Beispiel zu sein. Die Schule ausloten ohne Grund. Einfach nicht die Schule gehen. Eher ein Schickli geben an den Schule. Eher ein Krach merken. Bloß Leute sein, muss schreien. Eher rahnen am Gang an den Schule. Eher nicht dem anderen Respekt, den verbieren, ich will euer sein als neu, wenn eine Schulme wird angeht. Eher 2 Redner Claudie drehen. Eher, wenn man das Mehl nicht wird ein Garbage nennen, sondern irgendwo einfach rutschmieden. Dort wir eine 1940 eine stets eins von den schlimmsten Sünden, die in Chile merken können. Dort wird von der Menschheit und von der Regierung und von der Gesellschaft, auf der ohne so ein wer sündet, der lebt sehr respektlos. Von dir, 2 redende Kleider, wann überhaupt wollen.
vermenscht unten in Schicklekeben den Gesächten, ohne Respekt, der Eller nicht gehorchen, Polizen, in irgendwo dort, wo doch alle so tun, das ist alle nicht wichtig. Korruption hält man dann fair, dass hier der Unterschied von der Sache und so wieder. All diese Dinge, die sind von dir normal, meistgereicht in der Welt geworden. Der Mensch, der hat sich in den letzten 100 Jahren so sehr verändert, das würden wir nicht glauben, wann wir würden mal die ganze Lexika mal nur lesen und mal checken, würde Möden gewassen, würde Menschen gelebt haben, würde gedacht haben, was von dir. Das sind schon 100 Jahre, wo die ganze Gesellschaft sich total verändert hat. Wir schaffen von der Grenzen auf, in ganz Europa sind meist schon die Grenzen nicht mehr, so wie hat Gott in der Apostelgeschichte gesagt, Gott hat den Menschen Grenzen in Tiden gesagt, an deine leben sollen. Dann denkt der Mensch sich von dir, die Grenzen, wo wir aufschaffen, wir wollen die Rassengrenzen aufschaffen, die nationale Grenzen aufschaffen, und ich glaube nicht, ob dann Gott sein Wille ist. Wenn Gott hat die 12 Brüder, wo du mal in Israel treten, dort ganz klare Grenzen gegeben. Dort werden leibliche Brüder. Und Gott sah den Grenzen, wie ihr wisst, das Wort nicht schaffen ohne Grenzen. Von dir, in unserer Welt, die in der Gottlosigkeit Weltmeister ist, denkt man, wie brücken schon die Grenzen. Da wurden schon Grenzen draufgeredet, die Kredit wird aufgeleicht, die wird alle vermixt. Die Ländergrenzen wurden aufgebüht, in verschiedene andere Grenzen wurden wachgedunen. Und dort glaube ich nicht, dass dort Gott kann gehen. Es gibt andere Veränderungen in dieser Welt, wenn wir so wieder würden wollen gehen, wir können noch lange darüber reden. Aber das einmal wird sich Ram uns alles verändern, dass wir sein oder dass es dort ist. Und diese Veränderungen alle, die dürfen auf den Mensch nicht mehr Gott wirken. Der Mensch ist von dir, dass die Technologien, die wir leben, dürfen, das brücken wir auch mal ganz kurz erwähnen, die ganzen Medien, in denen wir leben, dürfen, die ganze Phonerie-Schichten, die haben doch so sehr teuer genommen, was echte kriegen wir aus den Jungs, wo die Fernsehen, so ich komme hier abends an die Tritteien, vielleicht sieht ich saß, ja, was, dann gehen wir bei uns an da, drei Phones, und die werden an Kabel an. Und ein davon wird mein Onkel. Wenn mein Onkel hat eine höhere Position, wie da, wo eine Regierung im Westen bin, und du werden heute tust ein Phone. Ein von drei am da. Und wenn meine Eltern mit den spazieren da, dann denkt mir noch, dann komme ich da hin, das kleine Jung auch, man hat Sinn, doch noch mehr, so knacken und so. Dann sagt man da, und wir hatten eine Tante, der lebt nachher einen auf. Und der hat auch irgendwie einen Fohn. Nun fanden die der, dann süß. Dann wird man da ein bisschen spaziert, der konnte nicht ankommen, der Schwester. Und dann wollen der Hahn, soll ich als kleiner Junge mit dann süß reden. Ich war Fohn. Und ich habe gesagt, noch zweimal getan. Ich habe mich so gegrillt, das kann nicht sein. Weil, der hat noch ein bisschen Spielstunden, und ein Spiel, hinter dem Spiel, zwischen uns wie irgendwann mit Rühm, und hier stand das Fohn, das denkt mir noch. Und dann sagen sie, komm, rede mal zu Tante Süß. Und dann sagt er, ich sei ja lang nicht. Tante Süß wüsste ich, dass wir eine volle Tante, die wir nicht stehen. Und die können an das Städtbiet, die können die nicht nennen. Sonst würden die mich nicht erreden. Da sagt er, ich sei ja lang nicht. Ja, hier lachen mich von der Hüte, wenn die sind hier, nicht? Wenn sie kleine Glöckchen, wenn die den Bücher nach unten nehmen, dann tun die mal zu Finger stricken, dann werden die den Bildgerater merken. Das schauen die nicht anders. So, ich will damit nicht sagen, die Hand wie Beter und das ist schlechter. Das hat nur damit zu tun. Das hat damit zu tun, unsere Welt hat sich total verändert. Und wir leben in dieser Welt und müssen in dieser Welt im Weich finden. Wo finden wir dich? Wo finden wir hier dich ein Haus? Eine unsere Heimat. Dort, wo wir haben wollen. Wo wollen wir in dieser Welt dich kommen und wir nicht verbistern? Und dort haben wir ein Weichwieser. Und dort ist das Wort Gottes. Für mich leid, das Wort Gottes, das wird uns nicht enttäuschen. Und er wird uns nicht allein laden. Und nun noch ein, und dort ist gerade das Wichtigste, wo wir haben wollen. Wer unsere Welt am geratsten und am dollsten verändert hat, ist unser Herr Jesus Christus. In 2. Korinther 5, 17 heute. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich mache alles neu, sagt Jesus. Ja, der Titel sagt, siehe, ich mache alles alt. Stimmt, Jürgen. Alles wird alt. Die Jugend, wie sieht denn unsere Jugendtitel, wenn es einmal siehe, wir machen alles anders. Ich wollte nicht, dass das von dir auch zuerst, nicht? Die Jugend erst von dir vielleicht viel gescheiter aus wie dann wir. Aber wie bei uns muss dann alles, siehe, wir machen alles anders.
dann alles besser, ja? Wir glauben, wir werden der Besserwisser, der Janetit. So, von der Seite dort nicht mehr, wir haben ihn allererst nicht, aber dann wie? Die Jugend sagt, ich mache alles anders. Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Wollt ihr Söhne üd sei, aus Jesus gemerkt habt, habt schon Religionführer nicht gemerkt. Dort habt schon Sektenführer nicht gesagt. Sonst habt sich schon ja nicht gewirkt zu sein, schon Philosoph und schon Wissenschaftler. Aber Jesus wirkt sich zu sein, er nicht nur dort, der dort am Leben von den Menschen. Nie das Leben geben. Viele Menschen haben versucht, die Welt zu verändern. Ich erwähne ersten Pronomen, das werden Karl Marx und Friedrich Engels, die haben dicke Bücher geschrieben über den Kommunismus. Die haben das System, das Öle veracht, wo Menschen eine Freiheit handeln dürfen, und dann hat er den Kommunismus abgestellt. Und die wollen die Menschheit verändern, und als wie ein Schuldigen, ich war einmal eine Geschichte vertan, unsere Lehrer sind Schuld, die glauben dort wahrscheinlich zum Teil selbst, und die sehen für uns so, wir sind mit dem Kommunismus noch nicht ganz fertig. Aber wenn wir damit fertig sind, dann wird die Welt so hell und so schön sein, dort wird so eine fertige Welt sein, wo die Welt sehen zu tun, der Mensch erst endlich an sich gut und schön und heil und fertig. Der muss bloß an eine Jenten gesagt, warum am auch schon Bäusermeier ist, dann erst der Fan. Und dort, wo wir dünn, dort, wo wir hier abbühen, dort prüfen sie uns an zu drillen. Dann sehen sie immer, wir sind noch nicht ganz vorig damit, aber wenn nicht vorig ist, dann wird unsere Welt so schön sein, und wenn wir wollen im Stuhl gehen, und dann wird die da jankern, ein neue Kleid, dann wirst du ein neue Kleid nehmen, dann wirst du ein Haus gehen. Du wirst nicht zwei nehmen, wenn die fehlen dir die nicht. Da wird schon Händler sein, da wird schon Geld sein, da wird alle nicht fehlen. Dann wirst du im Stuhl gehen, dann wirst du da vielleicht aus morgen die eine Feinde drüben nehmen, dann gehst du ein Haus mit, du wirst das andere schlitten lassen, für den Ober. Dann gehst du mal ein Haus von der Schule, musst du also einmal ein, wie immer zwei Kilometer zu fällt, in der Schule auch dann musst du da einmal eine ein und da wird das Stuhl. Und das Stuhl wird mir gleich teuer in der Zeit, als hat er geglaubt, der Kommunismus nicht vor dich wäre, dann wurde ich mir angerufen, dann nicht gewohnt, während du wieder kennst. Da hätte ich nicht können die Rose haben, wir konnten bloß einmal im Jahr zu Weihnachten was Salz haben, sonst hatten unsere Eltern nicht Geld dafür. Aber ich wüsste, dass da werden da wieder noch ein paar Stellen. Dann teilte ich mir so jeweils Stunden, schickte mir die Idee, ich denke mir noch einmal. Da wie man gerade Isa bauen, dann schlappt dafür, und mehr, wo der war aufgehoben, aber nie wieder die dann dachte ich so, wenn das Stuhl auf wir, in der Kommunismus vor dich wir, dann würde ich da nennen gehen, aber dann würde ich nicht bloß ein kennen, die hätte wohl mir bald vor dem Fall sterben. Wir sind irgendwie selten geblieben. Die wollen die Welt verändern, ohne Gott, ohne Bibel, ohne Jesus. Wie Santa Jane, Karl Marx und Friedrich Engels und Wladimir Ilyich Lenin, Ulyanov. Die wollen die Welt verändern. Und die haben alles noch nie gesagt, die Prüfung zu können. Die haben Millionen Menschen abgewiesen. Da ruhen ja unsere Großvater schon viele andere. Die haben sie alle anbringen lassen und die sind angekommen ohne das Regime, wo sie prüfen abzustellen. Aber sie wollen eine helle Zukunft haben. Die wollen die Welt verändern, ohne Gott. Und dann stellen sie Schilder zwischen ihnen ab, dass wir in Europa wieder gewasst, Leute, wo das nicht sein wird. Aber da heute sie, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Und dann kommt ein gutherziger Prediger, und dann schrift er ab den Zadel noch ab. Ohne Sonne, ohne Gott geht die ganze Welt bankrott. In Russland wie bankrott gegangen mit ihrem System. Und alle anderen, die geprüft haben, sind damit auch bankrott gegangen. Dort sind leibe Menschen da in Russland. Aber das System, wo das soll abgebüht worden, dort wie gottlos, und dort hat nicht geschafft. Und so haben diese Herrscher und Tyrannen, wie immer die heute möchten, die geprüft haben, die Welt zu gewinnen und zu verändern, die haben diese Veränderungen nicht vollbracht. Die Welt ist hoffnungslos schlecht geblieben, in der es dabei geblieben, und der Mensch von Ben schlecht ist. Und er muss sich von Ben verändern, nicht dass er uns dabei bringen wollen, von Ben sei ich fein. Jemanden bloß mal räumen, muss alles Schmack sein, dann sei wie alles Schmack. Wer so prüft, ob er bloß Schmack geworden ist, dort ist ein religiöser Mensch, wird wie Christen sein. Aber die Welt hat ja die Erkenntnis nicht. So, die können die Welt nicht verändern. Aber dann, dass der Titel hätten anfangen, so im Jahr
null würde wir sein. Wir wollten nicht kreit wieder null und zwei Dreidüse, aber dann wird Jesus geboren und von dann reden wir. Von der sagen wir in 2000 und 22. Und wir reden Wort von wo Jesus geboren ist. Die ganze Welt tritt auf dem Augenblick durch in Jerusalem, durch am Kreuz von Golgatha, wo dort passiert wird. Nämlich dort wir eine Veränderung nennen gekommen an dieser Welt, die die Menschheit noch nie nicht gesehen hat. Nur wie Jesus am Kreuz gestorben, und dann wird er aus dem Tod abgestorben, und dort brach die Welt durcheinander. Die Menschen wussten nicht mehr, was angeht. Sie wussten nicht, was sie denken sollen, was hier nicht passieren soll. Und die ganze Welt spült sich dann an voll Lager. Dort dürfen Menschen, die glauben an Jesus, und dann dürfen die Zöhne, die verachten den, und die jäfte du was von dir. Dort dürfen Menschen, die nehmen Jesus an, und gehen an das eure Leben nennen, und dort dürfen Menschen, die lehnen dort auf, die wiesen dort auf, und gehen eine ewige Nacht nennen. Und so passiert jeder Mal, in jeder Tag, in immer auch dort, wo das Wort Gottes verkündigt wird. Dort, wo das Wort Gottes gepredigt wird. Und Jesus, wir kommen erst die Sünden weich zu drücken. Auch meine in deine Sünden. Und wenn ein Mensch dort hören lädt, und sie ein Wort dort vernimmt, in die sinnbelodene Säule, die Schrichtene der Erlösung, und wenn der Mensch dann nicht Jesus mit seinen Sünden kämpft, dort kommt von dir so oben passieren. Wir laden jeder oben an, auch weil ich dritte blieben. Wir haben da hin Fanrühm, in dem Rühm steht ein Dash, an jeder Zeit steht ein Stuhl, auf dem Dash liegt eine Bibel, und dann kämpfen wir uns da in der Hölle von wo ich hier auch nur reden darf. Und wenn du nicht alle Leute mit Klor kämpfst, du kannst hier kommen, wie wir Prüfen zu haben. Wie kann ich schon im Sünden vergeben? Wie kann ich schon in den Himmel bringen? Wenn wir dort können, dann würden wir jeder mal wertlich nur schüben dort, denn aber das habe ich nicht. Wir können nur einladen, und dort werden wir von dir waren. Und das ist die Lehre, und dort passiert immer da, wo das Wort Gottes verkündigt wird. Wenn die Seele da noch schrien, dass von der Sündfriede wurden, ist von dir so oberste Lehre. Und wenn ein Mensch da denkt, der kämpft nicht Jesus und fragt ein einfaches Gebet. Herr Jesus, vergib mir meine Sündenschuld. Ich soll ein erziehen, verlorener Sünder. Als sie für die Ewigkeit verloren ohne die, komm an mein Herz und mein Leben nennen und wasch mir rein, dass ich dir in dir das Blut. Er glaubt, dass du der Rader der Welt bist. Weil wenn der Mensch so beten wird, dann hört Jesus an. Jesus ist allwürdig, Jesus ist allwütend. Jesus hört und versteht jeder Spruch, jeder Gedanken, den wir an sein tun. Und wenn der Mensch dort von Herzen sein wird, dann kriegst du Vergebung der Sünde in ewiges Leben. Wenn der Mensch dort überhört, und er fängt dort unseres Felix aufzuschieben, nicht anzunehmen, als wir noch ein Team bestie ansehen, dort ist es ein berühmter Spruch bei uns Mennoniten. Wilhelm Pauls, der vertelt ja immer von einer langen Bank. Da seht ihr, das gelungenste Möbelstück des Teufels ist die lange Bank. So hat der Meier mal gesagt. Da stellt sich eine lange Bank für, eine beraffenes Bank. Ja, der ist lang und lang, aber der hat auch ein Ende. Man schifft und schifft und schifft, aber irgendwann fällt man von der Ruf. Und dort der Hand zu schieben, das halt nicht. Aber wie haben unsere Angst, glaube ich, in so einer blöden Spruch, der sich dem leiten lädt, wenn wir sagen, ich will noch ein Bestie ansehen. Das Bestie ansehen, das kann damit enden, und da wird nicht mehr gehen anzusehen. Das zieht es aufgerannt, und dann ist Schluss. Und dann erst schon ansehen, mehr. Und wenn ein Mensch das hört von dir unter der Botschaft, du erst raden, in der Seele, in der Tod, das fängt sich hier rot an, da noch zu streiten. Und dann erst die Kirche vielleicht auch zu einigen, dann schickt man sich weiter rum, oh, was wird Jana denken, wenn ich eine Seesage gehe, oder was waren meine Jana-Menschen, und da bekannte denken, wenn der Ernst waren, dass ich mich betiert habe, und dann lascht man dort vier Wochen üten, jetzt meine Hüß. Dann nimmt Jesus nicht an. Und lebt sie wieder. Und sagt, ich will noch ein bisschen an sein. Jesus ist gekommen, die Welt zu verändern. Und die Welt hat von Bänden, von uns von Bänden, Büten zu verändern. Wenn dort passiert, dann kann er glauben, dass der Jan ja im Stuhl nicht wird alles mitnehmen. Er wird noch was für den Nächsten laufen. Dann ist er wohl so viel verändert, dass er durch eine Vernunft überkriegen wird. Und dort ist, was Jesus will haben, der will tun mit uns. Der will uns zu neue Menschen machen. Die fähig sind, nie ihr Leben zu führen, mit einem hier auf der See ist, und dann noch reu gemerkt worden für die Ewigkeit. Da, wo Jesus ist, da kommt Fried hin. Wo Jesus ist, da muss es so dann weichen. Da wird Sünd verjäft. Wenn Jesus kommt, sind ein Leute Dichter. Wenn Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen. Wenn Jesus kommt, ist es mit ihm vorbei. Wenn Jesus kommt, da ist nie ihr Leben. Siehe, ich mache alles neu. Tritt mal,
Das Besetner in unserer Geschichte, wie gummelt reden wir unsere Geschichte, weil wir einen Besetner, den können sie schäumel mehr unter Kontrolle hören. Da haben wir mal Tschäden gebungen, aber da hat eine teuflische Macht, die Tschäden zu verrieten, in den Tschäden mehr bändigen, und der schlüch sich selbst mit Steuern, dass man gräsam ausgesäuen hat, und die Menschen hielten am auf Dortmund-Gebäude, da können sie hin, allein. Und ich check einmal, was wird diesem armen Menschen geholfen haben? Welche Veränderung wird diesem Menschen geholfen haben? Wurde was ausgedun haben, wenn sie diesen armen Menschen, dass er so ja diese Erlösung brücken, dass er so ja Jesus brücken, dass an seinem Leben, dass er ihm was frei gemerkt haben, wurde ihm dort was geholfen haben, wenn die Menschen am, wurden an eine schmocke Limousine, manche Bäuer geführt haben. Mit einem Wädchen, ladenden Sessel, mit Eire dabei, wurden sie dem manche Bäuer geführt haben. Wurde sich ein sein Leben was geändert haben, dort dich? Wurde was geholfen haben, wenn sie am dort boven, manche Bäuer, an sie in der Hölle, wo sie Leben existieren muss, wenn sie dem da wurden, fein, Baub ja abgehangen haben, und sie sagten, ja, es feinet Licht, kostet so offensichtlich zu lernen, ja, will da besäumen. Wo dort sie ein Leben verändert haben, wo dem da leicht davon geworden sind, oder wann Karl Marx und Friedrich Engels wurden sein Ungekommene, der von der Hölle, dann wurden sie gesagt haben, komm, wir lesen die mal eine lange Strieb mit unserer Ideologie fair, wir wollen die mal lernen, ein besseres Leben zu führen, und dann wurde die dort besser gehen. Wurde dem dort besser gehen, oder? Nein, das wurde nicht. Da wurde nichts nicht passieren an seinem Leben. Da wird besäten, da wird erneut, da wird ein Problem. Der Teufel quält ihm. Der muss frei werden von dem Satan. Dort wird ihm alles nichts nicht geholfen haben. Wird wie arm eine Veränderung bringen, dort wie aus Jesus kommt. In der Dämonen übertrieben dort. Wenn Jesus kommt, ist Satans Macht gebrochen. Wenn Jesus kommt, ist es mit ihm vorbei. Und dort muss das Mann einmal beleben. Da kommt Jesus in sein Leben nennen. Nun, so ein schwieriger Fall aus des Mannes, es muss so ja selten irgendwo. Aber wenn wir uns selbst betätigen dürfen, denken jeder einmal an sich, und wenn er nicht, kann der Sünd uns bringen. Was für eine Gewissensnöte, Gewissensbisse sind an unserem Leben dadurch und die Sünd an unser Leben nennen, gekommen ist. Schauen wir dort nicht alle. Schauen nicht die Kleine, ich kenne ja dort irgendwann sie, eure Hursam gewass sind. Die Mama hat gesagt, die sollst du und die hast es nicht getan. Nächstes Mal auf der Mama, ja, der Papa sagt zu dem Jungen, dort sollst du überhaupt, schon ja war ich. Nein, Janka, dort so soll ja man haftet getan. Man hat das vielleicht nicht mal gesagt. Mich, Jana, der hat mal musste dem Nova ein bisschen Geld zurückbringen, wo die Vater, der Vater, dem Nova schuldig wird, dann schickt er sich einen Jungen dahin. Dann teilt er dort gerade auf und jäfft ihn dort und sagt er, hier ist so und so viel Geld, bring den Nova dort. Und wenn er weh ist, dann nimmt der Junge, der wird rüht, wenn der stellt fest, der Papa hat am besten zu viel mehr gesagt. Ein Bett mehr an der Geld. Und der hat aber gerade gesagt, wie viel das sein soll. Feine Jelene, stoppt sich dort eine Fupp, der bringt den Nova deusam, was der Papa gesagt hat, was der Nova kriegen soll. Und dann hat der Papa in den Raum fragt den Nova, wie viel Geld hat ihn sehen mir gebracht. Dann sieht er dem gerade deusam. Und dann wisst ihr, Papa, die sehen andere wir. Der Gläubige hat die Sündverstärkung. Der Gläubige wie alles in Ordnung. Aber für Gott, nicht nur von seinem Vater kann er dort verstärken, für Gott auch nicht. Wir können uns schlechte Gewissen nicht über sie drehen. Wir können unsere begonnenen Sünden nicht so dünn, als wann die nicht gedun sind. Die wollen uns verfolgen, uns Leben lang. Die wollen so lang durch sein, was wir mit der Sünden schuld, nicht der Tritt von Golgatha kämpft. Und du aber Jesus Christus, die eine Lebensschuld arm bekannen ist. Du brauchst arm nicht der einzelne Sünden aller abreden. Jesus interessiert sich für unsere Sünden überhaupt nicht. Er läuft dort rein vor. Jesus interessiert unsere Sünden nicht. Dem wurde das interessiert haben, wann der nicht passiert wäre. Aber nun wurde gedun worden, erst interessieren dem die Geschichten alle nicht mit ans Leben. Wenn wir ankommen und sagen, Herr Jesus, wir hätten ein ganzes Leben, Leute, mit all die Sünden, die ich gedun habe, dann sagt Jesus, schau mal, diesen Kelch, den ich trinken, dort in Gethsemane, auf Golgatha,
mit all den Dreiten, wenn du wirst machen, komm, ich vergebe dir alles auf euer Mund. Wenn mich interessiert, dass Gott dass du das alle abreden lässt. Wenn das Wort am Horten liegt, wie kann das sein? Wie hört sich das an? Und dann wird er dir alle rückstrecken. Aber was Jesus wichtig ist, ob wir nach mit unserer ganzen Lebensschuld kommen, nicht bloß mit einmal der älteren Eingehorsam gewesen. Nicht bloß mit einmal irgendwo in Gedanken Ehebruch gehabt, oder einer tut. Wollt man nicht. Oder vielleicht irgendwo Dinge verloren, oder gelören, oder töp gelören, beim Handel. Nicht bloß die einzelne Sachen, weil Gott uns wieder anbringt, sondern wir sollen kommen mit unserer ganzen, mit unserem ganzen Leben, in der ganzen Lebensschuld. Jesus hat die Welt verändert. Nicht bloß aus der Tief, von dann geredet wird, sondern durch verändert unsere Horten, von wenn in den Büten rührt. Aus dem besetzten Gerasena, den wir hier so vor uns haben in dieser Geschichte, wurde ein Mensch aus den Menschen, den wir jenden, nachdem er freigemerkt worden ist von Jesus, dann steht geschrieben, der saß vernünftig bekleidet. Ich hätte mal, was hier von einer Veränderung passiert ist, diesem Menschen. Und dort hat Gott auch mit jederem von uns, wann wir dort mo fällen. Wir haben einmal Jast bei uns, das soll so lang her, und sie kennen wie noch alle kleinen Tüß, und dann kommen wir uns, Jast, und ein Darb, und dann sie kennen wie wir den Säuergott bekommt mit Menschen, und die Kolonien, und, mit Schlaubeizen und Häuten, wie nicht fremdet, und zum Teil selbst gedreht, und so, Verschönigung nochmal, und dort wie nichts Besonderes nicht, für uns. Und wir kriegen gerade so Jast bei uns, immer wahrer. Und einen Tag dann hat wir auch so ein Jast, die wird ein Kreuzer gekleut. Ich mag das hier einmal sein, um zu verstehen, wo das da ging. Die wird ein Kreuzer auch nicht gekleut. Aus Ärmer, irgendwer in der Darbahn ans Zäun. Von den Mennoniten. Und aus der Weichwieden, wir haben das spaziert, wir haben sogar gesungen. Und dann jeden der Weichen, dann seien unsere kleinen Kinder, die noch mal wenig Verständnis haben für den, dann seien sie, aber das wird ein Tönja Ölken hier. Ich finde, und wir haben nicht. Die wird noch Kreuzer gekleut, die reden noch Kreuzer. Na, dort wird ein Tönja Ölken hier. Sie warum nicht? Na, schickt ihr mal an den, ihr seht, sag ich, dort wird was anderes. Und dort sterbt. Dort wird ein Betier der Geschwister. Dort wird Menschen, die wird nie mehr durch Jesus. Na, muss ein kleines anschuldige Tinte sehen, ich kann dort an den sein Gesicht sein, und dort was anderes ist. Schickt ihr mal, wie soll Jesus ein Mensch von Bärenbüten verändern kann. Oder ein ganz neuer Mensch wird. Der wird einfach ein neuer Mensch. Und du wirst eingeladen. Wenn du das sperren lässt, an die, du bist noch nicht das neue Mensch. Du hast Zweifel daran, oder dir fehlt irgendwo was zu verstehen. Oder vielleicht sogar von dir kreit, die ganze Sündenschuld von den lebenden Jesus zu bringen. Auf der Klein, oder Graut, erst darüber, weil wir nicht reden. Dort redet er, zu erkennen, als sie in Sünder. Wir machen schon die größte Sünden nicht getan haben, weil ich ohne Jesus an dieser Welt gelebt habe, ohne Glauben an den Segen Gottes gelebt habe, meine Juren auf dieser Erde, dann hätte ich die Sinn begonnen, für Gott euch tun können. Wenn der, wir machen Buße tun, sagt Johannes 16, über den Unglauben, über die Sinn, dort wir nicht und am geläuft haben, selbst wie Buße tun. Dort erst der Schlimmste sind. Nicht die Toten, die wir vollbracht haben, während wir am Anglöwen wären. Das sind auch schlimm. Aber das Schlimmste ist der Anglöwe. In Jesus lud er, komm von dir, und du kannst ein nie Leben haben. Wenn du noch nicht verstehst, wer kann das sein, wer kann man nie Leben haben, ja, dann musst du dort Tschan lehren. Dort kann ich dir nicht erklären, dort kann ich dir nicht irgendwo anlehren und nicht anreden. Das geht alle nicht, wenn das Kind dann wird, wie das prüfen zu tun, aber das schafft nicht. Einer werde dir das kann geben. Dort ist einzig und allein der Herr Jesus Christus. Wenn du den Hort für den aufmerkst, dann sagst du, Herr Jesus, komm in mein Hort, mein Leben nennen. Vergib mir meine Sündenschuld und komm in mein Hort nennen, komm in mein Leben nennen. Dann verändert Jesus den Mensch von Bern ne Büten. Ein nie Bekieder, die Worte mal gefrucht von einem Kritiker besiegt, er fragt ihn einfach, woher wolltest du, ob du bekehrt bist? Woher wolltest du, ob Jesus Christus die Augen genommen hat, die eine Schuld und Sinn vergeben hat,
Und woher wolltest du, o Dünchen Gottes wärst? Wo wärst du dort erklären? Der gab ihm so eine einfache Antwort. Der schickt ihm an und sagt er, woher wolltest du, o Zucker in dein Teu ess? Ja, wie eine einfache Antwort. Das kann man schmecken. Den Zucker kann man nicht so in einem Teu, aber den kann man schmecken. Im Kreuz erst hat man das nie Leben an uns. Das kann man nicht erklären. Aber komm und prüf dort uit. Komm ne Jesus. Bedi für den. Brech zwei. Mögt ihn Wort von ihm auf. Und lud Jesus dann hin. Na, wirst du antworten, ob das Zucker im Teu ist. Dann wird dir das schon ja erklären, brücken wir das jetzt gleich zu erklären. Wenn man verstanden ist, dass unbeirrieblich wird, nie ein Mensch kann geworden sein. Dort kann nur der Heilige Geist, Gott ist ein Mensch, die dich mögen. Und der Heilige Geist, der dich ja wohl nicht so, der fängt von Büten an zu schaufen. Der steht von Dörfer, hortens der und puttert an der hortens der an und sagt, wirst du mich nicht nachladen? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wann werde der aufmerken, wo sagt Jesus, dann wollte ich nach Abend nennen gehen, dann wollte ich mit Abend dort Mohl hüllen, dort oben Mohl hüllen. Ja, dann ist das nie Leben in uns. Dann ist das Zucker im Teu. Dann ist das dort Unerklärliche in meinem Leben passiert, was ich nun plötzlich sperren kann, wie in der Helle jetzt, wie ein Zeugnis jetzt, oder ein Kind Gottes, sie. Aber dort musst du selbst beleben. Dort kann schon ja für dich tun, in der Glorie von Ort nennen, da du das Leben mit Jesus nicht kannst, was du dort haben kannst. Und blieb trägt von dir so aus, wenn wir hier zu Ende sind, du kannst auch auf der Städtseite blieben, nicht wo hier das letzte Lied kommt. Aber wenn wir alle Büten sind, dann sei wie dort eine Stufe reich, da von hier aus reich gesund, Lied kommt, das ist ein Sturm, dort können wir uns Zeit nehmen, einfach darüber zu verteilen, über die Frühlinge, die du noch hast. Und wenn du dir Jesus angeben wirst, dann können wir dir beten darüber. Möcht der Herr Jesus unsere Worten abschlüten und möcht der Helle Jesus in Arbeit an uns tun, wenn wir hier abhören zu reden. Bitte werden wir unsere Worten deren nicht zu schlüten, sondern abloten. Amen.